Unser Kastenwagen ist jetzt ein und ein Vierteljahr ungefähr, hat 35.000 Kilometer gelaufen. Zeit für ein Zwischenfazit. Das werden wir heute machen. Ich werde nicht mehr auf alle Sachen eingehen, die mal defekt waren, sondern was gerade aktuell passiert. Das Fahrzeug hat gute Dienste geleistet. Es gab ein paar Kleinigkeiten. Das größte war oben das Dach. Das ließ sich kaum noch schließen. Das war nachher nur noch mit dem Gurtsystem und nicht mit der äußeren Befestigung. Da hing nur einer noch dran. Das Scherensystem von dem Aufstelldach hat eigentlich gut funktioniert. Dann gab es eine Rückholaktion. Dann bin ich zum Händler, dann wurde das getauscht und dann hat es gar nicht mehr funktioniert. Dann ging erst eine Seite nicht mehr zu und zusätzlich kam der Himmel auch noch runter. Der war nur eingeklebt. Mittlerweile, ich kann es ja mal aufmachen, also erst die Notentriegelung, also Fährriegelung, denn hier ein bisschen länger warten. Wichtig, immer Schiebetür aufmachen, damit die Luft auch rein kann, wenn ich es aufstelle. So, das geht jetzt auch alles super. Jetzt zeige ich euch das mal. Jetzt der Himmel da oben wurde jetzt angeschraubt. Jetzt funktioniert das. Jetzt funktioniert das Schließen auch wieder. Aber mir wurde auch gesagt, ich soll noch mal kommen und dann wird das Scherensystem eine andere Version eingebaut. Also im Moment ist es so ein bisschen unklar, was damit los ist, aber es funktioniert. Also ich bin jetzt glücklich, Tochter kann oben schlafen, funktioniert jetzt wieder. Ansonsten bin ich ja echt zufrieden mit den Fahreigenschaften, mit der Automatik. Total sanft wie Butter und das Fahrzeug ist auch viel leiser als ein Ducato 7, das ist ja der Ducato 8. Also ich bin jetzt rundum zufrieden. Das Fahrwerk, also Reifen, Felgen, und das zusätzliche Luftfahrwerk hinten haben wirklich gute Dienste geleistet. Wir haben es zwischendurch gemerkt, da waren das Luftfahrwerk ja platt. Und wo es dann wieder funktioniert hat, da haben wir gemerkt, das ist so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Kann ich nur jedem empfehlen. Der Ducato hat gleich ordentliche Reifen, AT-Reifen, wenn man durch Schotterpisten fährt. Da gehen die Reifen nicht gleich kaputt, weil die haben ein wirklich stabiles Profil, Flankenschutz haben die auch noch. Also ich bin da rundum zufrieden. Die Deckel muss ich mir noch mal besorgen. Die sind ein bisschen heiß geworden und dann sind sie abgefallen. Da bin ich bergab gefahren. Ja, mit dem Luftfahrwerk nivellieren wir auch. Also bis zu 10 cm. Wir kommen an. Ich versuche dann so gerade wie möglich zu stehen. Und wenn es dann nicht ganz klappt, dann lasse ich entweder eine Seite Luft ab oder andere Seite. Oder ich mache eine Seite noch mal höher ein Stück, sodass wir einen Unterschied von 10 cm haben. Und das hat bis jetzt immer gereicht. Einmal war es wirklich schräge. Da war dann so ein großer Stein, der war so hoch. Der lag dann so ein bisschen auf dem Weg. Da bin ich rückwärts raufgefahren. Nur durchs Rauffahren stand ich auch wie eine Eins. Also so Unterlegkeile habe ich nie gebraucht. Also ich fand das immer unnötig, das ins Fahrzeug zu legen. Weil man kann sich ja von vornherein gleich gerade hinstellen. Und wenn es dann nicht passt, habe ich es dann mit dem Luftfahrwerk noch ein bisschen ausgeglichen. Ja, wir hatten auch mit den 200 Amperestunden von Wattstunde, den Lithiumbatterien, überhaupt keine Probleme. Ich habe einmal nicht aufgepasst, da haben wir ein bisschen länger gestanden. Dann waren die, sogar zweimal, dann waren die komplett leer. Und dann ließ sich das Fahrzeug während der Fahrt nicht mehr aufladen, weil wenn die Batterie sich nicht meldet, dass es Strom braucht, dann kann der Booster auch nichts vorbeischicken. Also, das heißt, ihr müsst die Aufladebatterie so ein bisschen zwischenladen, entweder an Landstrom oder mit einer Powerstation. Da kommen wir jetzt gleich mal zum Sponsor, weil wir haben immer eine Powerstation dabei, haben die an Landstromanschluss angeschlossen und dann kurz aufgeladen und dann konnte man wieder weiterfahren. Ja, wir haben hier die Anker F1200. Also die hat 1229 Wattstunden und ihr könnt über 230 Volt 1500 Watt entnehmen. Wir nutzen die immer für unsere E-Bikes aufzuladen, wie ihr seht. Die haben wir hier im Hänger drin. Und das ist super praktisch, wenn man jetzt unterwegs ist, könnt ihr die auch mit Solar nachladen, an Landstrom oder während der Fahrt. Wir haben hier einiges an Zubehör. Kann ich euch mal zeigen. So, während der Fahrt könnt ihr mit diesem Kfz-Stecker. Und dann gibt es hier einen Eingang.
Da könnt ihr die dann laden. Oder ihr nehmt ein 230 Volt Kabel über Landstrom oder hier aber auch über Solar. Da gibt es ja auch so ein Kabel für Solar. Und dann des Weiteren haben wir hier die Sicherung bei Überlast. Schaltet er ab und dann könntet ihr, wenn es abgekühlt ist, wieder umschalten. Einmal draufdrücken. Hier wird die eingeschaltet. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, Power Saving einzustellen. Jetzt ist es aus, jetzt ist ein. Das heißt, wenn ihr die Batterie jetzt vollgeladen habt, dann schaltet sich das Gerät automatisch aus. Genauso auch, wenn ihr über Solar geladen habt. Hier könnt ihr die zwei E-Bikes einstecken. Da könnt ihr auch eine Kaffeemaschine einstecken. Hat super funktioniert. Ja, und mit der Kaffeemaschine haben wir das auch schon getestet. Da blende ich jetzt ganz kurz mal das Video ein dazu. Und jetzt muss ich einmal rausziehen, einmal reinstecken. Da seht ihr, da geht dann an. Die Kaffeemaschine, die war halt ganz günstig. Die war klein, die passte nämlich in unserem Schrank. So, jetzt schaut mal. Display. Jetzt hat er 1357 Watt, sieht er. Also bis jetzt läuft alles gut. Oh, er ist schon grün und jetzt machen wir an. Wir haben auch einen Kocher schon probiert. Das funktioniert hier auch richtig gut. Dann habt ihr hier einmal USB-C 100 Watt und noch einmal USB-C 60 Watt. Die könnt ihr für Laptops nutzen und dann viermal USB-A Quick Charge. Hier könnt ihr noch eine Kühlbox anschließen. So, und wenn ihr die Geräte betreibt, müsst ihr hier vorher einmal einschalten. Und dann zeigt er das oben an. Und hier das gleiche für die 12 Volt. Ja, hier oben habt ihr noch eine Lichtleiste. Finde ich sehr praktisch. Hat so ein schön gedimmtes, so ein schönes diffuses Licht und leuchtet die Umgebung schön aus. Ich fand die Powerstation insgesamt richtig schön leise, richtig angenehm. Erst wenn man über 1000 Watt kam, dann wurde sie etwas lauter, dann hat sich das Gebläse eingeschaltet, was hier an der Seite ist. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Ja, und die ist richtig schön handlich, so dass man sie immer dabei haben kann, im Kastenwagen oder im Wohnmobil, finde ich richtig genial. Ja, der Hersteller gibt an, eine 10 Jahre lange Lebensdauer. Also ihr könnt hier maximal 600 Watt Solar anschließen und dann ist es ungefähr in 3,6 Stunden wieder voll, die Powerstation, beziehungsweise auf 80%. Und in nur einer Stunde könnt ihr die Powerstation auf 80% mit dem Netzkabel laden. So, der Hersteller gibt hier mal ein paar Beispiele an. Ein WLAN-Router kann ungefähr 24 Stunden mit diesem Gerät laufen. Eine Mikrowelle 1,3 Stunden und ein TV 8,1 Stunden. Ja, und das Schöne ist, wenn ihr zum Beispiel zu Hause einen Stromausfall habt, könnt ihr auch die wichtigsten Geräte wie den Fernseher damit laufen lassen und ihr seid im Notfall versorgt. Und in der Videobeschreibung unten, da findet ihr einen Produktlink und im Moment gibt es eine riesen Aktion. Schaut da unten mal rein, da ist alles beschrieben, da könnt ihr richtig sparen diesmal. Ja, wie gesagt, da können wir dann die beiden E-Bikes damit laden. Normalerweise haben wir jetzt auch noch ein drittes hier dabei, da ist die Tochter gerade mit unterwegs. Und jetzt haben wir auch das tolle Regalsystem von Camp and Bike, ja, von Bobs Garage. Und hier haben wir auch noch die Elemente von Bobs Garage, das Bike Holder System. Ihr seht ja, das ist richtig genial hier befestigt an der Airline Schiene. Sind wir super zufrieden. Unten wird es mit diesem Blech festgehalten. Das ist jetzt super stabil. Also ihr seht es, ist genial das System. Das ist nur an diesen einen Punkt fixiert und zusätzlich ist noch eine Bremse, die ist jetzt gezogen und dann ist hier so ein Gummi dran, das ist die Hinterradbremse und schon ist es komplett fixiert. Ihr könnt jetzt hier nochmal von da unten hier rüber und zu dem Fahrrad hier runter
besser ist über den Sattel, nochmal einen Gurt ziehen, weil im Anhänger springt es ja doch ganz schön. Dann bleiben sie einfach stehen und fliegen nicht nach oben. Ja, das Regalsystem ist ganz praktisch. Hier gibt es eine Verriegelung und dann kann man einfach die Kisten hier entnehmen. Hier genau das gleiche. Und ihr wisst ja, da ist jetzt mein Werkzeug drin. Wir hatten das ja früher alles gestapelt, so wie da jetzt. So ein Stapelsystem und dann ging das bis hier hoch, hinten. So, und wenn ihr was gesucht habt, dann war das garantiert in der untersten Kiste. Das heißt, alle Kisten rausräumen. So komme ich jetzt ganz bequem ran. Nehmen wir mal die unterste Kiste. Ziehen wir raus. Da haben wir jetzt Klamotten drin. Schieben wir das wieder rein. Und verriegeln hier. Zack. Hier an der Seite seht ihr, da haben wir noch so einen Haken. Ich nehme mal hier eins runter. So ein Schuh könnte ganz bequem aufhängen. Also wir sind da tierisch begeistert von dem System. Kann ich nur jedem empfehlen. Hier ist nochmal so ein Halter, da kann man diese Geschichten, hier ist das von meiner Tochter, von dem Fahrrad jetzt. Und da könnt ihr das zwischendurch parken. So wird, funktioniert das System auch. Und das ist bombenfest. Hier seht ihr nochmal so einen Kugelkopf. Der wird jetzt hier raufgeschraubt. Fürs nächste Fahrrad. Und da ist die Sattelstange so ein bisschen schräge. Das ist jetzt darauf eingestellt. Und dann fixiert ihr das genau wie hier. Und dann steht das Fahrrad da unten drin in der Schiene. Also richtig praktisch. Und wenn ihr es nicht braucht, fixiert ihr das einfach und bombenfest. Geiles System. Hat mir sehr gut gefallen. Was haben wir noch am Fahrzeug? Auf jeden Fall hat unser Händler jetzt den Lattenrost repariert. So, dann nehme ich euch mal mit. So, jetzt haben die das fixiert. Hier seht ihr zusätzlich noch mit so einem Winkeln. Und dann haben sie, ich nehme mal das Laken hier weg, und dann haben sie zusätzlich da an der Kante noch dieses Holzstück, damit das Lattenrost nicht nach vorne kann. Das ist ja hier immer, hat sich hier immer gelöst und ist nach unten weggeknickt. Und das haben sie jetzt aber auch verleimt. Das hält jetzt richtig gut. Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, die Trittstufe ist weg. Ja, sollte repariert werden, ging nicht mehr. Da ist der Motor kaputt und ja, die hatten keinen da. Jetzt müssen wir halt warten. Aber es waren wir ja schon gewohnt. Die hat ja schon eine ganze Weile nicht funktioniert. Ja, bei den 35.000 Kilometern haben wir jetzt einmal, hat der Ölservice angezeigt, haben wir jetzt aufgekippt. Was mir noch aufgefallen ist, wir haben alle 3.000 Kilometer AdBlue nachfüllen müssen. Warum auch immer, er zeigt auch recht früh an, wartet da ruhig noch 1.000 Kilometer, sonst könnt ihr ständig auffüllen. Ja, und dann waren wir kurz bei X-Bull, was heißt kurz, wir waren ja vorher schon mal da. Und die haben uns jetzt die Sandbleche angebaut und wir sind jetzt überglücklich. Jetzt haben wir sie immer dabei, auch wenn wir mal ohne Anhänger fahren. Und was wir hier unten noch erkennen können, wir haben ja jetzt die Dieselheizung drin. Die haben wir schon zwei Nächte hier gebrauchen können. Da wurde es hier richtig kalt, da waren es um 12 Grad. Diese Dieselheizung hat uns Tiger Expat zur Verfügung gestellt und die Firma Wemper aus Berlin, die hat uns die eingebaut. Da habe ich übrigens ein Video, was ich euch jetzt verlinke oben und einmal in der Videobeschreibung. Ja, und die Dieselheizung, schaut mal, die befindet sich jetzt da. Das sieht aus wie original eingebaut, neben der Truma Gasheizung. Und ja, wenn das Gas aus ist, habe ich immer noch die Dieselheizung. Oder ja, wir wollen halt nicht mit Gas heizen, einfach mit Diesel, weil es bequem ist. Nutzen wir die Gas, dann nutzen wir natürlich die Dieselheizung. Aber so haben wir die Möglichkeit, beides zu nutzen. Warmwasser wird immer noch über die Truma Gasheizung zubereitet. Das ist überhaupt kein Problem, da wird eingeschaltet. So viel Gas haben wir immer dabei. Aber die Dieselheizung ist natürlich genial. Jetzt zeige ich euch mal den Ausströmer. Der geht dann direkt hier vorne. Hier war vorher auch noch ein Ausströmer für die Gasheizung. Aber für die Gasheizung haben wir ja hier den Ausströmer. Und da unten in der Ecke, schaut mal, da ist ein Ausströmer. Dann haben wir da hinten, hinter den Karton,
ist auch noch ein Ausströmer. Also das Ding müsst ihr natürlich wegstellen, wenn ihr heizt. Und natürlich ganz hinten haben wir auch noch unter dem Bett für die Truma-Gasheizung einen Ausströmer. Also ich bin da total happy. Das Display haben wir jetzt hier eingebaut. Und ihr seht, ja, wir haben 33 Grad gerade. Deswegen schwitze ich auch so ein bisschen. Hier geht kein Windchen. Obwohl wir hier gerade in Augsburg am Fluss stehen. Liebe Campingfreunde, das war so ein Zwischenfazit. Wir sind wirklich super zufrieden mit dem Fahrzeug, kann man nicht anders sagen, auch wenn es da ein paar Mängel gibt, auch ein paar größere wie mit dem Aufstelldach. Aber ich bin froh, dass wir das Fahrzeug haben mit der Automatik, den 160 PS. Es ist ein geniales Auto, kann ich nur sagen. Also wenn ihr noch mehr hier sehen wollt, Abo da lassen, wenn das Video gefallen hat, einen Daumen hoch und in die Videobeschreibung gucken zum Produktlink für die Anker Power Station und die Rabatte abräumen. Also bis bald, ciao!